Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Indiana Jones und der Turm von Babel. Ja, erste Prisma leuchtet. Leider sind die Russen auch schon da. Ja, trotzdem würde ich mal sagen, weiter geht's, ne? Warte mal. Ist hier auch ein Ausstieg? Nö. Schade, schade, schade. Dann also zurück in diesen Bürger. Ja, von wo bin ich genau gekommen? Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, laufe ich weiter durch den Irrgarten aus diesen Pyramiden? Oder gehe ich mich ein bisschen mit den Russen anlegen? Wäre ja schon so ein bisschen so. Da läuft doch jemand. Da könnt ihr mir doch nicht erzählen. Da sind die etwa doch in der Pyramide? Nee, oder? Sind die doch eigentlich viel zu feige? Also ich habe genug Munition hier unten, das gibt eine schöne Schießerei. Aber jetzt auf engem Raum bin ich da halt auch nicht so der Fan von. Ich brauche da schon meine Freiheit. So. Komm, wir bleiben mal in dem Irrgarten. Da unten ging es nicht weiter, oder? Ich gehe erstmal hier lang. Ui. Ich weiß, dass es hier noch 10.000 Gänge gibt. Deswegen lasst euch da nicht beirren, dass ich jetzt hier rumlaufe. Warum kann hier nicht mal eine Fackel hängen, ey? Okay, hier geht's wohl doch nicht weiter. Okay, ich weiß aber, wo ich gespeichert habe, damit ich jetzt nicht den ganzen Weg zurücklatschen muss. Heißt es für uns also noch tiefer in die Pyramide. Meinetwegen, Freunde, meinetwegen. Ich bin dabei. Lieber Gott, bitte lass mich diesen Sprung überleben. Okay, okay, okay. Speichern, speichern, speichern. Und dann mal gucken, was da so ist. Heiliger. Wäre jetzt irgendwie schon hardcore assi, wenn da jetzt. Oh, noch eine. Da hat wohl eine nicht gereicht, wa? Oder zwei. Naja, soll mir auch recht sein. Ja. Sind wir hier auf ein Spinnennest getrampelt oder was ist hier los? Ja, und da oben hängen noch mehr. Alles klar.
Ich möchte jetzt aber die beiden Assis da oben haben. Gut, machen wir das mal anders. Das knallt doch ganz gut. Da ist nichts, da ist nichts. Ach, Leute. Ihr macht mich fertig. Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, hab ich das Vieh, was da krabbelt, erwischt? Nein, natürlich nicht. Und deswegen... Viel Ladescreen heute. Komm jetzt. Bisschen rustikaler, aber rustikal kann ja auch gut sein. Ich meine, dazu gab's, das wäre doch auch mal so ein Kunststil oder so. Bin jetzt aber auch kein Künstler, will jetzt hier nicht wieder mit gefährlichem Halbwissen glänzen. Beiden Kameraden kommen runter. Ja, dann würde ich mal sagen, gute Reise. Zwei zum Preis von einem, ja. So ein schönes Angebot. Ein schönes Angebot. Das nehme ich gerne an. What have we here? A bundle of firewood. Ein Bündel Feuerholz. Ja, Dr. Jones. Frage, die ich mir jetzt stelle, ist... Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Genauso, wie ich es gerne hätte. Oben ist definitiv was. Was machen die denn hier? Wie seid ihr hier reingekommen, Jungs? Das ist nicht lustig. Aber dann gibt es wenigstens mal ein bisschen Spaß. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, wie sind die Kameraden hier reingekommen? Okay, hier sind sie noch nicht. There. Da ist die Öffnung. Das kriegen wir. Another eye. The shaft is pointing at the desert floor. Und da wartet schon der erste Genosse. Durchbruch. Ich warte jetzt nicht so lange. Neuer Versuch. Und Durchbruch. Na herrlich. Gut. Würde ich sagen, schicken wir erstmal einen Knallfrosch da raus. Alter, lass mich doch mal raus. Ich
einer mehr. Wichser. Ja, ich nehme den Salat heute. Okay, mein Freund. Würde ich mal... So, liebe Genossen. Wollen wir mal sehen, was ihr so drauf habt. Vor allem muss ich gleich erstmal gucken, welche Pyramiden ich schon alle erwischt habe. Aber jetzt sind erstmal... Ui. Oh oh. Oh, das ist ein guter Wurf, das ist ein guter Wurf. Na gut, dann machen wir das eben anders. So, hier war der erste. Da lagen die anderen beiden. Oh, da würde ich mal sagen, da ist irgendwas getroffen worden durch die Granate. Sehr, sehr schön. Mein Buggy! Fangen wir mal mit dem Buggy ein bisschen spazieren. So, dann einmal für die Neugier. Was das Ganze mit den Augen auf sich hat. Und dann kann ich einmal ganz kurz zeigen, wie das ausschaut. Wir haben hier das Prisma, was wir durch Kinderarbeit bekommen haben. Pioneering operation. Dr. Jones deftly restores the patient's vision. Ja, mit einer Operation stellt Dr. Jones die Sicht des Patienten wieder her. Sehr schön. Und wir sehen, dann lösen sich diese schönen großen fetten Riegel, die da diese große fette Tür bewachen. Problem an der ganzen Sache ist, man muss sich jetzt ein bisschen merken, welche man Strahlen man schon hatte. Medicinal herbs. What's this? Medicinal herbs. Noch mehr? Einfach mal eine riesige Pfütze in der Wüste. Hat doch auch was. Hat doch was. Ja. Fahre ich aber mal noch hier rum, weil ich glaube, hier sind noch ein paar Russen mehr. Dann. Oder war es das? Dann erkläre ich die Wüste von Meore hier mit Russen frei. Ich würde mal sagen, zurück in die Pyramide. Also, den Kopf haben wir. Ich fahre erstmal rum und gucke, was wir haben. Also, diesen komischen Kopf haben wir. Das Krokodil haben wir, glaube ich, noch. Oder? Wo ist der gelbe Strahl? Aha, also haben wir doch da dieses komische Teil. Das heißt, es fehlen noch. Komm, hab dich nicht so. Welches Bild klebt auf deiner Pyramide? Da wird hier irgendwo sein. Na, jedenfalls, die Pyramide fehlt noch. Und diese hier fehlt dann noch. Ja gut,
dann würde ich sagen, haben wir einen Plan für die nächste Folge. Das zweite Prisma werde ich jetzt nicht holen. Einfach aus dem Grund, um auch mal so ein bisschen später feststellen zu können, wenn ich nochmal draußen bin, welche Strahlen und Feuerbündel ich da schon aktiviert habe. Ihr habt aber auch mal gesehen, wofür die Bündel da sind. Wir haben diese Wüste russenfrei gemacht. Alles in allem würde ich auch sagen, schöner Tag. Erster Riegel weg, zweites Prisma auch gefunden. Läuft doch mal. Und ansonsten sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.